Hallo meine Lieben, willkommen zu diesem Fashion Haul. Heute geht es um... Ich wollte so ein Saarfuhl sagen, das sieht aber was ist Saarfuhl? Es gibt auch Sushi. Fasulie oder was? Fasulie. Das heißt, mit dem Code JUN55 kriegt ihr 55 Rabatt. 55 Rabatt. Geil. 55% Rabatt. Zwei ist gut. Eins ist sehr gut, zwei ist gut. Was ist das? Das gehört doch schon. Ja, das ist so. Achso, du hast irgendwas drunter. Nein, das ist das Kleid. Das ist das Kleid. Okay. Hier seht ihr mein letztes Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video wieder. Bye. Entschuldige, jetzt habe ich es gesagt. Noch einmal. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem Fashion Haul. Heute geht es um Trendyol. Ihr habt sicher alle schon davon gehört. Sehr viele Influencer sind gerade dabei, Werbung für diese Firma zu machen. Das ist keine bezahlte Kooperation, leider. Ich zahle alles von meinem eigenen Konto, aber egal. Ja, ich war fleißig und habe ein bisschen was eingekauft. Wir starten mit dem Video. Aber diesmal wird es ein bisschen anders sein. Ihr merkt schon, ich schaue nach links. Umut liegt da, sitzt da, chillt sein Leben. Yes, wie immer. Und wird meine ganzen Outfits, die ich jetzt anziehen werde, ein bisschen kommentieren und euch mal so seine Meinung sagen, ob es ihm gefallen oder nicht. Bewertungen abgeben. Ja, er ist ein bisschen streng, das weiß ich. Dazu tun. Er hat nicht so den gleichen Geschmack wie ich, but YOLO. Mich interessiert das sowieso nicht. Aber ich dachte, es ist ganz lustig, ihn dabei zu haben. Ja. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Aber die ersten drei Sachen werde ich euch jetzt nicht angezogen zeigen, weil das sind Bikinis. And you know, Bikinis zeige ich euch nicht angezogen. Ja. Das ist dieser wunderschöne in Rot. Schatzi, was sagst du zu dem? Sehr stabil auf Bikini. Der ist stabil, gell? Der ist sexy. Yes. Also, ich zeige euch mal das Höschen. Bei diesen Bikinis, also alle drei, die ich habe, sind sowieso seitlich nur zum Binden. Ich mag die normalen nicht, wo man es nicht seitlich adjustieren kann, weil man nimmt dazu, man nimmt die ab und dann hast du einfach ein Bikini, was dir nicht passt. Deswegen achte ich jetzt immer darauf, dass das hier zum Binden ist. Und bei dem ist es so, du kannst es entweder so weitermachen, damit er ein bisschen mehr bedeckt, weil die Mumu bedeckt wird, oder machst es so enger, dann hast du halt hier so einen, ja, einen Streifen. Ein Schlitz. Ein Schlitz, genau. Ja, also man kann es wirklich so machen, wie man es halt eben will. Das zweite gefällt mir besser. Ja, Schlitz gefällt dir besser, natürlich. Und dann, das ist das Oberteil. Beim Oberteil ist es cool, weil du hast die Träger mit so, also man hat zwei Träger für die Schultern und hinten einfach ein normales zum Binden. Da ebenfalls, beides kann man binden, wie man möchte. Unser erster Bikini. Finde ich sehr schön. Findest du schön? Ja, sexy auf jeden Fall. Ja? Eine Schulnote würdest du dem geben? 1 plus. 1 plus? 2 plus. 2 plus? 2 plus 1 minus, ich weiß nicht, ja, oh ja. 2 plus 1 minus, je nachdem, wie du das Unterteil tragen möchtest. Halt. Normal. Dann 2 plus 2. 2 plus 2. Weil sonst würde ich ja Schlitz kaufen. Naja, okay. Mit Schlitz 1 plus plus, aber ohne Schlitz 2. 2 plus. 2 plus. Mhm. Ich nehme die 2 plus. Mhm. Super. So, beim zweiten Bikini handelt es sich um diesen rosanen. Der hat eigentlich genau wie der andere seitlich hier die Hosen zum Binden. Auch genau das gleiche System. Man kann den Stoff enger ziehen oder weiter ziehen. Ich präferiere das Weite, wie gesagt. So sieht er aus. Der ist ein bisschen cheeky. Also nicht so wie der rote. Das heißt, beim Arsch sieht man schon ein bisschen mehr. Aber ist nicht so schlimm. Der ist eh okay. Und dann, das ist das Oberteil. Richtig cute, vor allem die Form, das ist so wie ein, wie nennt man das, ein Schmetterling? Na, eine Schlaufe, Schleife. Okay. Yes. Was hältst du von dem? Ich finde, der schaut genauso aus wie der rote. Der rote ist Triangel, Schatzi. Aha, okay. Das ist kein Triangel. Keine Ahnung, schaut für mich gleich aus wie der rote, nur in rosa halt, also auch zwei. Also auch eine 2. Außer je nachdem, wie das Unterteil halt getragen wird. Das Unterteil wird normal getragen, ja, nicht cheeky des Todes. Nicht. Das 2 schaut für mich aus wie der rote. Ich zeige weder meine Mumu noch meinen Popacken. Okay,
Kommen wir zum dritten Bikini. Das ist auch der letzte. I swear. Ich habe keine Bikinis mehr. Das ist der hier. So ein bisschen orientalisch angehaucht von der Farbe. I love it. Das Einzige, was bei dem anders ist, und zwar beim Unterteil, kann man es nur auf einer Seite zumachen. Ist mir gar nicht aufgefallen beim Bestellen, muss ich ehrlich sagen. Weil da hast du ja nichts, aber da hast du das nur zum Binden. Muss man mögen, ob das jetzt einen stört, dass es nur auf einer Seite dieses Ding zum Schnüren ist. Ist doch egal. Mich stört sich. Naja, es sieht halt asymmetrisch aus. Ah, okay. Wenn man halt ein Monkey ist, mag man das nicht. Mm. Aber dadurch, dass es so lang ist, kannst du es eigentlich auf der anderen Seite schneiden und dann geht auch. Also, die Hose quasi gleicher Style wie bei den anderen. Kannst du wieder enger machen, breiter machen, wie du willst. Beim Oberteil ist es ein Triangel. Ja. Also das ist eigentlich quasi ein System wie beim BH, nur dass du halt hinten das zuschneiden kannst. Was sagst du zu dem, mein Freund? Zwei schaut für mich genauso aus wie die anderen Bikinis, nur in einer anderen Farbe. Okay. Mit Booster. Wir sehen schon, wohin das läuft, Leute. Ja. Wir kriegen heute nur zu hören, zwei sieht gleich aus wie das andere. Nein, aber Bikinis, was soll ich dir jetzt sagen? Das schaut halt gleich aus. Okay, bei dem kannst du nur auf einer Seite binden. Ja. Noch schlechter, zwei Minus. Ja, aber manchen gefallen ja zum Beispiel die Farben. Also dir kannst du jetzt die eine Farbe mehr gefallen als die andere. Farbe schaut gut aus. Farbe schaut gut aus? Mhm. Okay, jetzt kommen wir zu den Outfits. Da werde ich dann gleich einfach reinjumpen und er wird es bewerten. Und zwar 1, 2, 3. Tada! Nicht so ein großer Unterschied. Das ist eigentlich nur dieser Cardigan. Bitte, wie cute ist er mit den Kirschen, oder? I love it! Was sagst du, Mausi, dazu? Schaut ein bisschen alte Oma-Style aus, aber... Ich wusste, dass er sagt. Ich dachte, du sagst altbacken, aber nein, alte Oma sogar, so richtig. Ja, so keine Ahnung, ich weiß it's nicht. Cute. So Strick und dann Kirschen drauf. Ja. Ja, wie alt bist du, 60 oder? Ich werde 30 dieses Jahr. Ja, Leute, so findet ihr das auch, dass es altbacken aussieht? Ich finde es richtig cute. Vor allem mit meiner Schleife hier hinten. Ich finde es schon süß. Okay, wie bewertest du das jetzt? Solide 4. So, oh mein Gott, eine 4? Genügend! Wow, du machst mich gerade echt traurig. Vor allem ist es egal, ja, ich ziehe es trotzdem gefällt, an. I love it. Okay, jumpen wir zum nächsten Teil. Tada! Auch nicht so eine große Veränderung. Das ist so ein Hemd, richtig oversized. Farbe Orange, solltet ihr ja längst wissen. Meine Lieblingsfarbe dieses Jahr. Was sagst du, Mausi, dazu? Sehr schön, passt dir sehr gut. Aber du weißt aber, ich bin kein Hemden-Fan. Also für mich, wenn ich trage nicht gerne selber Hemden, aber bei dir passt es sehr gut. Vor allem ist es oversized, schaut extrem chillig aus. Richtig. Und die Farbe ist wirklich cool. Passt du gut zum Sommer. Farbe ist, Leute, Choc-Güzel. Und es passt zu allem. Du kannst ein Kleid drunter anziehen, ein hautenges Kleid. Das drüber, good to go. Echt? Und am Abend ist manchmal, ja. Mit einem Kleid? Ich zeig das nächste Teil mit einem Kleid, okay? Das ist, Leute, ihr seht schon, ich habe keine Ahnung von Mode. Ich weiß nicht, was mache ich hier eigentlich? Was macht man wirklich? Richtig toll, oder? Ich liebe es. Was gibst du für eine Note? Zwei. Eine 2? Eine 2. 2 Minus, weil ich keine Hemden mag. Ja, aber das ist doch egal. Okay, dann 2. Okay, 2. Findest du es schön? Ich finde schön. An zwei. Mir schön. Ja, dir finde ich schön 2. Dann eine 2, danke. Nur weil du es nicht an dir magst, ja, ist mir doch egal. Ja, das ist halt mein Hirn. Nein. Okay, 2. Okay, eine 2. Danke. Jetzt jumpen wir ins nächste Outfit. Tada! So sieht das Ergebnis aus. Jetzt habe ich es mit einem Kleid angezogen, damit er sieht, wie es aussieht. Und? Schaut schon gut aus. Gell? Ja. Man kann es schon machen. Weil zum Beispiel, wenn dir dann warm ist, ziehst du es einfach raus, hast dein Kleid und dann, wenn ein bisschen kühler ist wieder, ziehst du es wieder an. Und vor allem so mit blauen Sportschuhen stelle ich mir das richtig ja, geil vor. Ja, das geht dann voll, ja, mit blauen Sportschuhen. Wenn du so blaue Sportschuhe anhast. Mhm. Nice. Was sagen wir zu dem? Gefällt mir. 2 plus, sage ich. 2 plus? Ja. Es sieht das gleiche wie das Orange, nur halt in einer anderen Farbe. In blau. Yes, in blue. Okay. Aber halt mit dem Kleid gefällt es mir gut. Gefällt es dir gut? Ja. Passt. Okay, dann würde ich sagen, nächstes Outfit.
Look at this beauty. Ach, diese drei Teller schreit einfach nach Sommer, Sonne, Sonnenschein. Das Gute bei dem ist, es hat auch so eine, so einen Gürtel. Ein Stirnband. Ja, das kannst du jetzt zubinden oder als Stirnband benutzen, wie so ein Zopf. Ja, aber hey, schaut schon cool. Ja, man kann schon beim so Zopf. Als Zopf, ja. Mhm. Ist halt Accessoire. Leute, das ist, wenn ihr nur fühlen könntet, was für ein Material das ist. Fühl mal. Soft, oder? Smooth. Richtig smooth. Also es sind drei Teile. Online steht zwar, es sind nur zwei Teile, Leute, lasst euch nicht irritieren. Es kommt wirklich als drei Teile, als Oberteil, Jäckchen und Hose. Richtig flowy. Was sagen Sie dazu? Der ist extrem geil, finde ich. Eins plus. Ja? Ja, der gefällt mir extrem gut. Der ist schon nice. So die Farben und das Muster und schaut schon sehr gut aus. Und man hat noch Platz, also wenn man isst und ein Foodbaby kriegt, kein Problem. Sehr gut. Da passt alles rein. Yes, okay. Dann das nächste, würde ich sagen, ne? Yes. Bist du ready? Ich bin ready. Eins, zwei, drei. Piu. Das ist so comfy, Leute. So fürs, ja, fürs Verreisen gut. So angenehm. Also ich trage jetzt kein BH drunter, sondern nur diese Nippelpads. Die verlinke ich euch auch in der Infobox. Die müsst ihr haben. Das sind die besten Nippelpads ever. Man sieht einfach gar nichts. Was sagst du? Siehst du irgendwas? Nein, gell? Achso, nippelmäßig? Nein, ja. Sehe ich nicht. Nippelmäßig? Nein, okay, gut, sehr gut. Was sagst du zum Beispiel? Das gefällt mir auch extrem gut. Urchillig. Das ist halt so genau mein Style. Ja, es hat so viele Farben und er war wirklich nicht teuer. Warum hast du nicht in mehreren Farben dann gekauft? Ja, ich wusste ja nicht, wie mir steht. Achso, ja gut. Aber jetzt mit den 50%, maybe one or two more sehr gut, Sets. Ja. Nice, oh ja, oder? Zwei verschiedene Sets kannst du schon noch nehmen. Ja, soll ich noch zwei verschiedene? Schaut chillig aus, ja. Es gab so hellblau, rosa, orange, grün, rot. Es gab so viel beige. Aber Farbe würde ich definitiv holen. Ja. Und was würdest du dem Outfit? Ein Eins? Mhm. Nice. Nicht eins plus, aber eins. Ich packe von dir so mit diesem Pulli einfach eine 4 gegeben. Das Pulli ist Schrott. Das brennt nicht immer hier. Verbrennt den Blödsinn. Okay. Verbrennt den Blödsinn. Gut, egal. Wir kommen zum nächsten Outfit. Ich habe es jetzt einfach mal auf dieses Set drauf getan. Und zwar, das ist eigentlich in der Bademodeabteilung. Und das ist einfach so fürs Drüberwerfen wie beim Bikini oder im Badeanzug. Das habe ich jetzt hier in schwarz. Es hat auch einen Gürtel. Das heißt, ihr könnt es auch zumachen. Aber um ehrlich zu sein, ich würde es genauso auch tragen. Einfach so über so einem Outfit. Wenn es ein bisschen kühler wird am Abend, das sieht auch stylisch aus. Was sagst du dazu? Ja, über das Outfit weiß ich nicht, aber über ein Bikini schaut es schon cool aus, glaube ich. Ja. 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 Und vor allem, das Material ist auch angenehm. Fühl mal. Ah ja, Gefällt mir gut. Gefällt dir über gut? Über Bikini so, bist du irgendwie am Strand? Das ist eigentlich für Bikini und sowas gedacht. Ja, ist das sicher cool. Ja, ich meine, okay, mit diesem Outfit passt jetzt nicht ja, so extrem. Ich auch, ja, weißt ja. Du, meine Vorstellungskraft ist ein bisschen schwach. Dann zeige ich dir das nächste mit einem richtigen Outfit, was ich es kombinieren würde. Okay. Damit du siehst, wie das aussehen würde, wenn ich es mit einem Outfit kombiniere. Ja, mit dem Bikini kann ich mir vorstellen, weil du ja öfter solche Sachen mit Bikinis. Ja, ich trage eigentlich immer sowas, genau. Genau, deswegen finde ich das nice. Schon cool, gell? 2 plus. 2 plus? Mhm. Wir kommen jetzt einfach zum nächsten Outfit. Mhm. So würde ich das zum Beispiel jetzt anziehen. Einfach mit so einem Rock, mit einem schönen Oberteil. Mhm. Und das einfach, dass es dann quasi ein bisschen so, dass das Outfit ein bisschen runternimmt. Okay. Dann ist halt doch relativ, also relativ, schon ein kurzer Rock. Das geht. Und ja, man kann es einfach so drüber anziehen. Mhm. So würde ich es zum Beispiel anziehen. Und wie gesagt, du hast auch einen Gürtel, das heißt, du kannst es auch binden, wenn man eben das einfach nicht offen lassen will. Man kann es auch komplett zumachen, dann ist es so. Tschupp. Aber das ist eher, wenn du ein Bikini und Badeanzug anhast. Gefällt mir das Outfit, ja. Gefällt es dir? Mit weißen Sneakers wirst du, sag ich mal, mit weißen Sneakers kriegst du eine 1 von mir. Oh, blaue Sneaker würden auch zum Beispiel gehen. Ah. Blaue Sneaker würden auch gehen. Ja, blaue blau. Genau. Okay. Also du kannst eigentlich alles nehmen, was da drinnen ist. Finde ich gut. Eins. Eins? Eins minus. Nehme ich. Passt. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Tada! Schaut euch dieses wunderschöne Kleid an. Das Einzige bei dem Kleid ist, dass mir hier ein bisschen die Träger zu lang sind. Das heißt, ich werde das hier oben kürzen, einfach so holen und dann einfach so enger machen.
dann liegt es auch irgendwie hinten an und dann flattert es nicht herum. Dann sind auch die Boobies safe. Ja, das ist so ein Leinenstoff, der ist ein bisschen dicker, der Stoff, und er ist auch, wie nennt man das? Gefüttert. Das heißt, man hat auch wirklich drunter was und es ist nicht durchsichtig. Man sieht gar nicht durch. Und für diesen Preis, top, Leute. Was sagst du, Mausi? Die gefällt mir sehr gut. So gibt mir Aphrodite-Vibes. Ah. Oh. So, ja. Schön, oder? Gefällt mir, ja. Und der Rücken ist auch wunderschön. Sieht super aus, ja. I love it. Das ist so wirklich ein unangenehmer Stoff. Schau mal. Ja. Yes. Yes. Schon dick, ne? Er ist schon dicker, genau. Ja. Der ist auf der dickeren Seite, aber I love it. Und den dann einfach mit zu Sandalen. Ja. Sneakers kann man es auch, wenn man sie ein bisschen runterholen will, aber ich würde eher Sandalen. Mit Sandalen, glaube ich auch eher, ja. Wenn es ein bisschen eleganter ist. Genau. Mhm. Und mit diesem Brust, der Brust ist besser, oder? Ja, sieht echt gut aus, ja. Eins. Eins? Eins. Glatt eins? Glatt eins. Yay, sehr gut. Okay, und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Sachen. Das sind eher elegantere Kleider. Die hatte ich mir für eine Hochzeit geholt. Ich würde sagen, das erste, ziehe ich mir gleich an. Tada! Das ist so ein schönes Kleid. Bodycon mit so, wie sagt man das? Rüschen, sage ich einfach mal. Es ist so hier, seitlich hast du einen Nahtzip. Sehr gut, das heißt, man sieht ihn nicht. Man kann auch gut gehen damit, also gar keine Probleme. Und es ist hier eben noch so ein Stoff drunter, das ist so wie ein Bandeau. Das ist aber, also da sieht man nichts, kein Bauch und sowas. Dann geht das eben, das gleiche Stoff, was da unten ist, geht hier über die Schulter. Und hier hast du einen Träger. Was sagst du zu dem Kleid? Gefällt mir auch sehr gut. Ja? Eins. Ein Eins? Mhm. Also mit dem könnte ich auf eine Hochzeit mit dir gehen? Ja. Sehr schön. Yes. Ich finde es auch sehr schön. Mhm. Wirklich sehr, sehr. Und vor allem ist es auch angenehm zum Tragen und so. Und der Arschschotten heißt das. Der Arschschotten heißt das? Ja. Okay, der Arschschotten. Wenn ihr wollt, dass euer Arsch nice aussieht, kauft das Kleid. Dann wird dir das nächste sicher auch gefallen. Na dann, wird sie. So, ich würde sagen. Tada! Also vom Stoff her ident mit dem schwarzen. Nur dass du hier eben so ein One-Shoulder. Richtig cute. Hier brauchst du keinen Reißverschluss. Das heißt, es ist wirklich Gummi überall. Der ist natürlich ein bisschen kürzer. Das heißt, man muss einfach selber darauf achten, ob auf dieser Hochzeit das halt jetzt angemessen ist oder nicht. Aber ich feiere dieses Kleid auch. Mhm. Was sagst du zu dem Kleid? Sehr, sehr, sehr schön. Ja? Gefällt mir besser als der schwarze, muss ich sagen. Really? Ich hab's schon gedacht. Weil erstens ist es auch ein bisschen kürzer, es schaut ein bisschen schärfer aus. Schärfer. Also mit so einem Kleid. Kannst du mit mir angeben dann? Ja, ja. Kann ich sowieso, aber damit dann... Ich finde es auch sehr schön. Also wirklich angenehm, also... Da habe ich Angst, mich zu verbrennen. Nö, das stimmt. So, was sagst du zu dem Outfit? Eins plus. Ja? Plus, plus. Plus, plus. So, meine Lieben, das war's mit diesem etwas anderen Fashion Haul. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Falls ja, sagt mir das bitte in den Kommentaren, ob ich hier so weitermachen soll oder soll ich lieber das alte Format weiterführen. Ja, danke fürs Zuschauen. Hier können Sie mich abonnieren. Hier seht ihr mein letztes Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video wieder. Bye.